Titelverteidigung gefeiert, das große Ziel hat Daniela Rief allerdings verpasst. Die Siegerin des Challenge Rot verfehlt den Weltrekord von Chrissy Wellington aus dem Jahr 2011 deutlich und ist nach 8 Stunden, 40 Minuten und 3 Sekunden dennoch überglücklich. Die letzten 25 Kilometer habe ich gelitten. Ich habe im Rad wirklich alles gegeben. Ich wollte natürlich versuchen, schnell zu sein. Im Laufen habe ich dann ein bisschen bezahlt dafür, aber die Stimmung war unglaublich und ich glaube, das habe ich dem Publikum geschuldet, einen kleinen Tanz. Also nice, ich bin super happy mit meinem Rennen. Die Schweizerin setzt sich bereits beim 3,8 Kilometer Schwimmen schnell an die Spitze und bestreitet von da an ein einsames Rennen. Mit 23 Sekunden Vorsprung auf Heather Wurtele klettert die Favoritin aus dem Main-Donau-Kanal und baut ihre Führung auf dem Rad dann auf satte 13 Minuten aus. Beim abschließenden Marathon ist die 30-Jährige nicht mehr zu stoppen. Damit verteidigt sie souverän ihren Titel beim Challenge in Rot. Der strahlende Sieger der Herrenkonkurrenz heißt Bart Arnoutz. Der Belgier gewinnt völlig überraschend vor Joe Skipper und dem Deutschen Maurice Clavel. Nur ein Wort, das ist Wahnsinn, Wahnsinn. Yeah, it's crazy, it's unbelievable. I was maybe dreaming about this, but I didn't expect it at all. Pechvogel Nils Frommhold liegt am Solarer Berg noch auf Platz 1. Doch der 30-jährige Berliner muss nach einer Kollision bei einer Überrundung das Rennen vorzeitig beenden. Ja, beim Überholvorgang war ich eine ganze Ecke schneller unterwegs als eine ältere Dame. Und dann haben sich unsere Lenker verhakt und am Ende sind wir beide auf dem Asphalt gelandet. Jetzt ist mein Lenker gebrochen und jetzt geht es halt nicht mehr weiter. Nutznießer ist Bart Arnoutz. Nach 180 Kilometern auf dem Fahrrad liegt er noch auf Platz 4. Beim abschließenden Marathon zündet der Belgier dann aber den Turbo und gewinnt schlussendlich in 7 Stunden, 59 Minuten und 7 Sekunden. Timo Bracht feiert bei seinem Abschiedsrennen auf der Langdistanz Platz 4 und bedankt sich bei 260.000 Zuschauern in der Triathlon-Hauptstadt Roth.